Wer kennt es nicht? Kommst vom Ausgang heim, bist top gestylt, willst eigentlich nur ins Bett. Aber abschminken ist so wichtig. Ich zeige euch heute meine ganze Abendroutine, wie ich mich am schnellsten und am besten abschminken und Bett ready mache. Zuerst fange ich eigentlich immer an, dass ich Make-up-Remover nehme und zuerst die Lippen abschminke, weil ich einfach das Gefühl habe, das muss weg. Und weil es ein extra long-lasting Lippenstift ist, nehme ich hier auch gerade immer den richtigen Make-up-Remover. Und dann gehe ich eigentlich auch schon weiter zu den Augen. Und die kommen eigentlich auch viel schneller vorwärts, wenn ihr es wirklich so bei den Wimpern runterzieht. Dann kommt das Zeug schön weg. Und wenn ihr das Gröbste weg habt, dann gehe ich einmal noch mit der Milch, mit der Reinigungsmilch drüber, weil die einfach noch ein bisschen schonender ist. Ich habe jetzt dafür von Shiseido eine Abschmink-Reinigungsmilch. Ich habe nicht zu viel Produkt und das dann wirklich so gerade auf die Haut und so abschminken. Abschminken ist nämlich nicht nur wichtig, dass die Haut wieder schnaufen kann, sondern ihr verhindert auch, dass ihr Hautirritationen bekommt, Hautausschläge und einfach verstopfte Poren und durch das unreine Haut. Und darum ist es auch viel wichtiger als Make-up, weil die Basis ist das Essentielle für ein schönes Make-up. Weiter gehen wir mit einer Tonic und zwar habe ich hier mein absolutes Lieblingsprodukt. Das ist Rosenwasser und es schmeckt nicht nur mega fein, sondern es nimmt wirklich auch das Produkt, das letzte übrige Produkt noch von der Haut weg. Und es ist auch schonend zu der Haut und trocknet die Haut nicht aus. Und man sieht dann wirklich ganz gut, was da noch alles wegkommt. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man nicht nur einen Reinigungsschritt macht, sondern mindestens zwei. Und Tonic tut gleichzeitig auch noch die Haut vorbereiten auf den nächsten Pflegeschritt. Ich wollte von euch wissen, ob ihr euch abschminkt und wie ihr euch abschminkt. Und für das bin ich jetzt schon bei Tivoli gegangen und habe ein paar Passanten danach gefragt. Ich tue mich jetzt weiter abschminken und ihr könnt jetzt heute mal hineinschauen. Ich schminke mich ab, ja. Weil ich finde, wenn man geht schlafen, dann sollte man ungeschminkt ins Bett gehen. Nein, ich tue mich nicht jeden Abend abschminken. Jeden Abend. Weil ich schminke mich jeden Tag und also jeden Abend wieder abschminken. Es kommt darauf an, ob ich müde bin oder nicht, aber am meisten schminke ich mich schon ab. Ich bin Kosmetikerin, daher weiss ich, was passiert, wenn man sich nicht abschminkt. Ich schminke mich jeden Abend ab, egal wie müde ich bin. Es ist ganz wichtig, damit man wirklich eine reine und gesunde Haut hat. Also du tust dich nicht abschminken und hast du nicht Angst um deine Haut? Mal ja, und ich habe auch schon x-tausend, wie sagt man denn? Vorträge von meinen Eltern bekommen, dass man sich abschminken soll und dass es schlecht für die Haut wäre, aber ja, nur amix fehlt halt die Zeit. Weil ich heute relativ viel Make-up getragen habe, trage ich jetzt noch Masken auftragen. Die Maske kann man eigentlich auch über Nacht einwirken lassen, weil aber meine Haut momentan einfach viel Feuchtigkeit braucht, trage ich sie vor der Pflege auftragen. Lasse jetzt 10 Minuten einwirken und gehe nachher weiter zum nächsten Pflegeschritt. Währenddessen ich jetzt hier weiter pinsle, könnt ihr den Beauty-Hack schauen. Euer Nagellack ist schon relativ weit rausgewachsen und ihr habt unschöne Ränder. Kein Problem. Ein bisschen Glitzernagellack auftragen und ihr könnt die Ränder schön kaschieren. Ich habe jetzt meine Maske gerade fertig einziehen lassen und anstatt entfernen habe ich sie schön einmassiert und ganz wichtig, ich habe sie bis ganz abgezogen, weil auch da brauchen wir viel Feuchtigkeit, vor allem wir Frauen. Anstelle von Serum benutze ich jetzt heute etwas ganz Neues und zwar hat Clinique ein neues Produkt herausgebracht, das auf die individuellen Bedürfnisse der Haut eingeht und zwar ist das Clinique ID. Es gibt 3 verschiedene Moisturizer und es gibt 5 verschiedene Kartuschen, die ihr hier die Farbe seht. Der Moisturizer ist eigentlich nichts anderes als normale Feuchtigkeit. Und dann die 5 Kartuschen, die ihr hier seht, hat einen speziellen Wirkstoff, der auf die Hautbedürfnisse eingeht. Welche ID für euch die richtige ist, findet ihr bei einer Hautanalyse bei Klinik raus. Für mich ist die Orange die richtige, weil ich anscheinend viel Energie für die Haut brauche. Ich
Pümpeli da jetzt ein bisschen auf die Hand drücken. Und es ist so, dass man da bei diesen zwei Öffnungen eigentlich zwei verschiedene Produkte bekommt. 90% vom Moisturizer und 10% von dieser Kartusche, von dem speziellen Wirkstoff. Und das auf der Haut zusammen tut es dann schön vermischen, wo man dann so auf die Haut kann auftragen kann. Auch diese Woche haben wir von euch Fragen bekommen und die beantworte ich jetzt. Ich habe von Gabriela die Frage bekommen, was sie machen können, wenn sich die Haut und die Foundation nicht gut verbinden. Also ich rate immer, wirklich Primer zu benutzen. Ich könnte auch ein Setting Spray schon vorher drauf tun, dass sich die Haut einfach schön benetzt und dass sich dann halt die Foundation schöner auftragen lässt und auch schöner verblenden lässt. So, jetzt haben wir es dann. Ich nehme jetzt noch meine Augencreme. Und ganz wichtig bei der Augencreme, ich nehme immer meinen Ringfinger. Ich tue es nachher da schön beim Auge auftragen und eigentlich auch so schön einmassieren. Weil mit dem Ringfinger hat man einfach am wenigsten Druck und gerade bei dieser sensiblen Stelle ist es wichtig, dass man nicht zu fest drückt. Wir kommen zum letzten Schritt und zwar ist das Nachtcreme. Die ist besonders nährend, damit sich die Haut über Nacht regenerieren kann. Hier schön auftragen. Und dann bin ich nämlich schon bald bettfertig. Für euch gibt es jetzt noch einen Wettbewerb und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht! Das Gewinnen gibt es heute eure ganz persönliche Clinic ID. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist uns euer Hautbedürfnis mitteilen und zwar per E-Mail an win-beauty@chmedia.ch und mit ein bisschen Glück gewinnst du deine ganz eigene Clinic ID. Teilnahmeschluss ist der 23. Mai. Viel Glück!